Du spuckst aus, wirfst mit Essen durch die Gegend und hättest trotzdem kein Problem damit, hinterher einfach vom Fernseher zu sitzen. Ich werde dir sagen, was dein eigentliches Problem ist. Du hast keine Ahnung, wie gut es dir bei uns geht. Fangen die Verhandlungen vor den Vereinten Nationen wieder an? Oh ja, okay, klar. Da offenbart jemand, was für ein Mensch er wirklich ist. Ist ja hier mit etwas Unberechenbarem zu tun. Wir wissen nie, wie sie reagieren wird. Was zum Beispiel, wenn sie einfach umkippt und ohnmächtig wird? Ja, dann kann man die Bestellungen ja auch nicht mehr einnehmen. Es ist aber nicht nur das, es war... Mir ist komisch geworden. Es war ja ganz deutlich formuliert. Wird gezwungen, alles aufzuessen. Eure Kleine, die Martina, ist es nicht gestellt. Sie ist vollkommen drin. Ja, aber... Dafür zahlen die Leute. Für diese kleine Insel von Aufrichtigkeit mitten in einem Meer von, ja, wie auch immer du es nennen möchtest. Bestellungen. Regieanweisungen. Regie! Einfach echte Ermahnungen und Standpauken oder was auch immer und dabei mitfilmen. Und die Leute zahlen dafür. Ja, fuck. Da baut sich so ein Druck auf. Und die Karin versteht das nicht.